In der Schweiz kommt eins von 1000 Kindern mit einem offenen Rücken auf die Welt. Verringern kann man das Risiko mit genug Folsäure. Beispielsweise, indem man Nahrungsmittel direkt mit dem Vitamin anreichert. Folsäure ist wichtig im Zusammenhang mit Demenz, mit der Spermienqualität. Und was wahrscheinlich am bekanntesten ist, ist, dass ein Folsäuremangel zu einem offenen Rücken bei Neugeborenen führt. Und genau das hat Maria Walliso mit ihrer Tochter vor 25 Jahren müssen erleben. Die nachfolgenden Schlagzeilen hätten Guido und Maria lieber ausgelassen. Kurz vor der Geburt erfahren sie, ihre Tochter hat einen offenen Rücken. Ich habe gewartet und brüllt und gewartet und ja. Siri wird mit einer Spina bifida geboren. Die Botschafterin der Skination wird zur Botschafterin der Prävention. Sie sind jetzt auch engagiert bei der Stiftung Folsäure Schweiz. Was machen Sie da? Also wir sind schon relativ lang in der Schweiz Aufklärungsarbeit machen. Das heisst, wir haben im 2000 gestartet und haben unsere Awareness im Zusammenhang mit dem Lebensvitamin Folsäure recht gut können steigern. Und trotzdem haben wir immer noch ganz, ganz viele Baustellen. Ich will trotzdem noch einen Moment bei der Spina bifida beim offenen Rücken bleiben. Wie häufig kommt das in der Schweiz vor? Ich glaube, wir können sagen, etwa 8 auf 10'000 Neugeborene sind mit einem Neuralroteffekt betroffen. Mhm. Davon werden natürlich viele, 70% nimmt man an, da wird die Schwangerschaft unterbrochen. Mhm. Sodass am Schluss vielleicht 15 bis 20 pro Jahr Kinder mit einem offenen Rücken zur Welt kommen. Ich bezeichne es als Glück, dass wir unsere Tochter haben, dass sie wie so uns eigentlich zeigt, trotz ihren Spezialitäten und Handicap, was Lebensfreude eigentlich ist. Persönlich hat man natürlich schon auch die Auf und Ab. Natürlich musste ich auch recht viel Misserfolg verarbeiten und einstecken. Und ich glaube, die Mischung zwischen erfolgreich sein und aus einem Tal wieder sich aufkraxeln, das ist eigentlich das, was am meisten in Erinnerung bleibt. Frau Walliser, herzlich willkommen. Ihr habt in der Medienkonferenz zuerst gerade mal ganz spezielle Gipfel und Zöpfe angeboten. Was ist an dieser Backwaren speziell dran? Die Backwaren, die sind mit dem Vitamin Folsäure angereichert. Und das bedeutet, dass Grundversorgung gewährleistet wird, dass die Schweizer Bevölkerung mehr von diesem lebenswichtigen Vitamin hat. Lebensmittel, die angereichert sind mit Folsäure, erkennen Sie an diesem Label?